Ja, okay. Dem schicken wir mal hier eine Herausforderung für 30 Sekunden. Gucken, ob er das möchte. Start to play. Steht aber auch sehr gut hier, 13 zu 7 als Achter an. Jo, dann gucken wir mal hier. So, ich habe immerhin Schwarz, wunderbar. Der spielt den 3-4, dann spielen wir hier auch einen 3-4 in der Hoffnung danach, das Kakari hier spielen zu können. Und dann nehmen wir dann welches? Tief hoch. Nochmal hoch. Ja. Erstmal hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Ich habe ja schon länger jetzt nicht mehr gespielt. War einfach zu warm die Tage. Ja, mal gucken, ob es jetzt noch läuft, ne? Was heißt noch? So halbwegs ausgeglichen gespielt die letzten 7-8 Partien. Nachdem ich vorher 7 am Stück verloren hatte. So, jetzt gehen wir einfach mal hier hin. Und hoffen, dass das einigermaßen vernünftiges Ergebnis ist. So, was haben wir hier? Können wir den pinzern? What? Oh, einmal 30 Sekunden. Das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ja, dann wird es ja doch stressig. So. Oder ich hier und er dann da. Ich spiele mal selber hier. So, das ist doch jetzt eine relativ weite Ausdehnung. Also sprich, wenn ich jetzt hier spiele, dann sieht das so aus, als hätte er hier gespielt und ich wäre dann hier eingestiegen. Was meiner Meinung nach ein vernünftiger Punkt ist. Ich könnte auch erstmal noch einfach hier spielen. Nein. Aber ich spiele mal den. So. Und jetzt einfach raushüpfen. Er hüpft auch raus. Mal gucken. Dann spielen wir mal den. Und vielleicht sogar noch den hier. Oder aber hier. Wenn ich hier spiele, kann er da irgendwie hier so mit Kreuzschnitt was machen, ja, ne? So. Eight, seven, six, Ich kann da five, aber oben biegen. Ich four. spiele mal hier. Auch wenn mich so ein bisschen der Eindruck verfolgt, dass das ein kleines Overplay ist. Aber kleine Overplays erhalten die Freundschaft, oder wie war das? So, jetzt hier anlegen. Wenn er nur zurückzieht, spiele ich einfach hier. Wenn er da umbiegt, dann spiele ich natürlich hier, ne? Ja. Muss nur aufpassen, dass das jetzt hier nicht alles Gebiet wird. So, da. Kann natürlich auch erst hier spielen. Ne, da antworten wir einfach mal. Jetzt biegen wir einmal um und danach Last nochmal, Byo-Yumi. ne? So, er ist jetzt auch im Byo-Yumi, aber das stört ihn nicht. Gut, er deckt da einfach. Dann kann ich da ja auch einfach strecken. Jo. Wenn ich jetzt irgendwo hier spiele, deckt das schon den Schnitt. Da. Da, ja, ne, tut es. Dann spiele ich auch da.
So, jetzt diese Treppe hier läuft natürlich nicht, aber ich kann ja jetzt erstmal hier spielen. Und wenn er hier jetzt irgendwas macht, ich hoffe, ich werde zumindest überleben. Gut, dann kann ich auch den spielen. Und danach, wenn er jetzt hier spielt, auch noch den. Hat ja auch noch mal eine schöne Fortsetzung, ne? Die Treppe ist dann natürlich gedeckt hier, aber gut. So, nun ist die Frage, ist der größer oder irgendwas hier? Hier ist der Rand durch den Zug von ihm und den Zug von mir schon relativ, ja, nicht uninteressant, aber doch im Nine, Entwicklungspotenzial ziemlich eight, eingeschränkt. Also spiele seven. ich mal hier, weil der Zug ja auch eine schöne Fortsetzung hätte, wenn ich denn dazu komme. Er kann natürlich jetzt irgendwie hier spielen, was die 3-3-Invasion wieder schön aktiviert. Aber dann springe ich einfach raus. Okay. Er spielt da. Will er danach dann hier durch? Wahrscheinlich, ne? Aber das ist mir egal. Ich spiele jetzt den. Und wenn er da irgendwie darauf antwortet, komme ich dann nachher ja hoffentlich auch noch zu dem. Das sieht doch ganz gut aus. Er antwortet sogar, dann habe ich ja jetzt immer noch die Möglichkeit, selber irgendwie hier zu antworten. Ich kann aber auch nochmal hier pushen. So, und jetzt sollte ich dann aber doch wirklich mal was gegen dieses ganze Archie hier unternehmen. Und da glaube ich, ist das ein ganz vernünftiger Zug für. Wenn das alles Gebiet wäre, würde ich natürlich super stehen, aber erstens hat er da noch ein Loch und außerdem ist hier sicherlich auch noch nicht alles Gebiet. Spielt man jetzt erstmal den hier? Nine, eight, seven. Ich glaube ja. Gut, so. Und dann. Hier. Oder ihn verbinden lassen. So, so, so. Nine, eight, seven, So, so, six, so, so, five, so, so, so. four, three, two. Ach, ich weiß nicht, was bei dem Kampf hier passiert und bei dieser Variante weiß ich, dass er zwar hier das ganze Gebiet mir wegnimmt und selber was macht, aber ich kriege doch da wenigstens Vorhand, ne? Es sei denn, ich will jetzt unbedingt hier spielen. Aber ist das größer als das? Als das hier oben? Spiele ich Nine, hier? eight, seven, six, five, four, three. Ich weiß nicht, ich sehe da oben keinen guten Zug. Also keinen überzeugenden. Okay, er spielt jetzt den. Jetzt bin ich doch langsam aber sicher versucht hier. Na, es ist alles noch so ein bisschen wackelig Nine, vielleicht. eight, Jetzt spiele seven. ich doch mal den und gucke, wie er da antwortet. Das hier sieht eigentlich auch aus wie ein schöner Punkt, aber die Frage ist, was kann er dann trotzdem noch in der Ecke machen? Vielleicht ist es auch besser, einfach nur hier ganz solide die Ecke zu nehmen. So, er sagt jetzt, ich kann dann zwar vielleicht irgendwas in der Ecke machen, aber die Gruppe wird wieder schwach. Ja, aber so schwach wird die schon nicht werden. So schwach wird die doch schon nicht werden und sterben doch schon mal gar nicht, oder? Oder? Was meint ihr? Jetzt der richtige Zeitpunkt in einem Livestream da mal eine kurze Umfrage zu starten, wahrscheinlich.
so. Ja gut, da möchte ich, glaube ich, erstmal rausziehen. Und dann gucken, was hier passiert. Ich sollte jetzt vielleicht auch mal anfangen, die Zeit ein bisschen besser zu nutzen. Vielleicht ist es dafür aber auch schon zu spät. Ich könnte jetzt hier spielen. Nein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich glaube, ich spiele mal hier. Und ich sollte nicht vergessen, dass es nur eine Biyomi-Phase gibt. Und dann einfach vorbei ist. Ja, sieht doch bis jetzt alles gar nicht so verkehrt aus. Wenn ich jetzt hier spiele. Muss er doch irgendwas hier machen? Dann kann ich mir überlegen, ob ich hier noch was Besseres habe. Also so zum Beispiel. Mal gucken. So, ich spiele jetzt hier. Er deckt irgendwie. Ich decke auch. Und was passiert dann mit denen da? Nein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Das habe ich jetzt nicht mal ansatzweise versucht auszulesen. Das muss einfach irgendwie jetzt was werden. So, jetzt können wir doch hier spielen. Oder erstmal hier. Spiele ich erstmal hier. Wenn er den spielt, was passiert mit meinen Steinen hier? Die gehen auch flöten, ne? Ja, wahrscheinlich. Ah, hier habe ich doch jetzt erstmal 4 Freiheiten. Wenn er jetzt da spielt, kann ich nichts machen. So, 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 dann habe ich ihn doch wieder. Also er muss jetzt irgendwas. Nein. Geht der? Okay, jetzt habe ich da noch 4 Freiheiten. Und wenn ich hier spiele. Dann habe ich das doch gewonnen. Hätte ich vielleicht auch erst noch den hier machen müssen, ne? Um es ganz perfekt zu spielen, ne? Obwohl, dann kann er ja hier spielen und die 3 Steine vorher fangen. Gut. So, dann habe ich jetzt den und die Ecke schon mal gefangen. Und diese Gruppe ist jetzt auch gar nicht so schwach, weil ich da ja wieder hätte verbinden können, dachte ich. So. So, so. Ja. Nein, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wir nehmen das. Und jetzt ist da doch noch irgendwie wieder mit dem und dem Zug hier. Ja. Eine Verbindung möglich, beziehungsweise das hier.
muss er selber auch erstmal noch irgendwie verbinden. Das macht er jetzt so, das geht natürlich auch, ja. Aber dann kann ich doch irgendwie hier weitermachen, ne? Irgendwas hier spielen. 9, 8. Was hoffentlich meinen Augenraum groß genug macht, da jetzt schon mal zu leben. So, und jetzt hier. Nachdem er hier verbunden ist, bringt das nicht mehr ganz so viel. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also spiel mal da. Sagen, die Ecke ist mein. Vielleicht hätte ich auch erstmal irgendwo hier spielen sollen, was noch da mal irgendwie eine Art Trennung droht. Na, jetzt sollte ich vielleicht einfach nur hier zurückkommen und sicher leben. Hm? Ist das hier genug Gebiet für ihn? Er hat doch sonst nichts. Er hat doch sonst nichts. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Gut, dann zählen wir nochmal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 50 Punkte. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Und Komi, 60, ich habe hier 10, 15, 20, was soll das? 9, irgendwo so ein bisschen Argy da mal durchzutrennen. So. 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 Wow. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja. Reicht das hier für zwei Augen? Kinder, 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 das kann doch nicht wahr sein hier. 9, 8, 7. Da will ich nicht sterben. Da zu sterben entspräche jetzt mal so gar nicht meinem Wunsch. Da könnte ich spielen. Das ist keine Vorhand. Und dann lebe ich doch schon sicher, oder? Dann kann ich noch den hier spielen.
Ein Auge habe ich hier und ein Auge entweder hier oder hier. Ja, und jetzt kommt natürlich das. War ja klar. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. So. Ich spiele hier. Nein. Er spielt hier, ich spiele da. Er spielt hier. Spiele da. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Oh Mann, teuer. Wenn die hier alle tot sind, wäre das schon ziemlich teuer. Wusste doch, ich hätte da noch irgendwie mal eine Vorhand spielen sollen, ne? Ah ja. Nine, eight, seven, six. Er steht wahrscheinlich nicht umsonst hier irgendwie 13 zu 7. So, jetzt kann ich doch aber erstmal hier spielen. Und dann habe ich doch entweder die Verbindung oder ich kann hoffentlich seine Gruppe töten. Verbindung ist es natürlich nicht. Oder ist es das doch? Er lebt jetzt auch hier. Verdammte Hacke. Aber wenigstens würde ich so nicht sterben. Doch, tue ich doch, weil das hier das Sente ist, da reinzustechen, ne? Ja. Okay, aber er lebt jetzt erstmal. Und dann kann ich ja wieder hier spielen. Dann ist doch alles gut. Dann lebe ich nämlich und kann jetzt sogar noch hier trennen, wenn er da nicht zurückkommt. Okay. Er kommt da zurück. Nine, eight, seven, six, five. Dann spielen wir noch den. Die Gruppe lebt jetzt ja auch sicher, habe ich gerade gemerkt. Ich wollte jetzt noch mal spielen, um dann meine zwei Augen zu machen, ist aber gar nicht nötig. What? Jetzt kann ich doch hier spielen. Weil ich ja jetzt hier verbunden. Ach Gott, ich kann ihn natürlich auch nicht trennen. Ja, peinlich. Peinlich, peinlich. Gut. Dann jetzt nochmal wieder zurück hier zum Tagesgeschäft.
Wenn ich hier spiele, er deckt, ich decke, dann wäre danach hier ein Ko drin, ne? Also wird er dann auch nochmal hier spielen, aber dann hat er hier 5 Punkte. Naja, da tut sich nicht viel. Der ist vielleicht groß, weil für ihn Vorhand und hier ist vielleicht auch noch irgendwas drin. Mal gucken. Vielleicht ist der aber auch völlig überzogen. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, das sind vielleicht 20 Punkte hier, also 40 Punkte. So, das lebt jetzt hier aber sicher, oder? Da wäre ein Auge und hier ist ein Auge. Sprich, er kann mich hier hoffentlich nicht einschließen. In Center. Ja. Und jetzt ist es ja sogar irgendwie so, dass ich in seinem Rand drin bin, ne? Ein Auge. Und da oder hier das zweite Auge. So, und jetzt macht das Trennen hier doch Sinn, weil diese ganze Gruppe vielleicht nochmal untersucht werden müsste. Hier trennen. Ah, ich spiele einfach erstmal selber hier. So. Keine Experimente. Da ist ein Komi. 10. Hat er hier nochmal irgendwo 5 Punkte? Hier 5, dann sind das schon mal 20, 30. Wenn er hier jetzt irgendwie spielt, 40, 50 Punkte. Die sollte ich doch auch haben. Geht da noch was? Hier ist ein Auge sicher und hier ist auch irgendwie ein Auge sicher. Nein. So kann ich jetzt hier spielen oder hier vielleicht sogar trennen oder erstmal hier den Endspielpunkt nehmen. Ich glaube, ich nehme erstmal hier den Endspielpunkt. Mit einem Endspielpunkt meine ich 20 oder so. So, wenn ich jetzt hier spiele, reicht das schon zum Leben, ne? So, so, so. So, so. Das ist dann ein Auge. Ich kann auch erst noch hier spielen. Nee, kann ich nicht. So, jetzt sollte ich aber schnell da spielen, weil sonst wäre eventuell hier da, 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 da und er kann hier unten rum verbinden, ne? Weil ich nicht hier trennen kann. So, schnell mal das Auge gemacht. Oh, fuck! Oh, super. Oh nee. Ja, das war teuer. Jetzt kriegt er doch hier die ganzen Steine.
7, 11, 13, das sind ja mal 30 Punkte, die er hier einfährt, oder? So. Nine, eight. Ja, fandet ihr das auch so schön wie ich? Nine, eight, seven, six. Eins, zwei, drei. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Da muss er doch jetzt bestimmt noch meine Steine rausfangen. Das ist ja schon mal ein bisschen was, ne? Drei, vier, fünf, sechs, zehn, 15, 18. Nine, eight, seven, six. Neunzehn, 24, 25, 26. Siebenundzwanzig, 38, 39, 31,5 und Komi 35, also 70 Punkte brauche ich. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 17, 18, 19, 30, 31, sieht doch gut aus. So, hier habe ich jetzt den. Oder den. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Oh. Eine Biyomi-Phase. Eine Biyomi-Phase, Franz Josef, eine. Ja, so, reicht das denn jetzt Nine, hier oder reicht das eight, nicht? seven, Ja. six, five. Yay, gewonnen. Das trotz dieses Desasters hier oben. Oh wow. Jetzt geht acht dann ja wirklich. Das müssen wir uns nochmal gerade angucken hier. Warum bin ich denn da wie darauf auf diesen alten Bauerntrick hier reingefallen mit dem Dame zu Mari? Ja, was haben wir denn jetzt hier? Das hier war doch schon fatal fast. Denn er könnte jetzt auch hier spielen. Ich muss da antworten. Und wenn er jetzt hier spielt,
Dann droht das hier den Schnitt. Aber kann ich das jetzt noch irgendwie hier absichern? Nee, ne? Also wenn ich jetzt hier fange, kann er hier schneiden. Auf ähnliche Weise wie eben. Da habe ich also schon mit dem Feuer gespielt. Und wenn ich jetzt irgendwie hier versuche, noch schnell zu leben, dann sind das eben keine zwei Augen. Was ja auch nicht so gut ist. Denn dann kann er jetzt eben hier drin und ich kann hier nicht leben. Auf den kommt der. Und auf alles andere, den oder den, kommt halt das Reinstechen von Weiß hier. Okay, da hätte er mich also auch schon komplett töten können. Na, was heißt komplett? Dann halt diesen Teil. Und der ist ja deutlich größer als der Teil, den er in der Partie bekommen hat. Da wäre es also aus gewesen, glaube ich. Oh Mann. Warum spiele ich den jetzt? Warum spiele ich nicht einfach? Na, das wäre immer noch gegangen, ne? So. 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 Und so. Jetzt kann er hier halt verbinden. Und auf den hier kann er den Einwurf machen, der mich da wieder trennt. Da wäre es also auch schon zu spät gewesen. Und hätte ich jetzt hier spielen können? Jetzt hätte ich, glaube ich, noch da spielen können. Nee, ich habe jetzt die Atari nicht, ne? Kommt wieder auf die gleiche fiese Art dann zum Tod. Mann. Das ist nicht gut. So, so, so. Dann war der einfach, ja, ein grober Fehler, weil er hier dieses Argy nicht in Betracht gezogen hat, was ja doch erschreckend ist. Was ja doch erschreckend ist. Also jetzt erst einmal hier spielen oder vielleicht auch, ja, vielleicht auch einfach nur hier, ne? Oder eben hier. Hier jetzt spielen, so, und das wäre wohl am besten gewesen. Er kann ja hier auch nicht viel machen. Ich kann danach dann ja einfach antworten und gut ist. Also das ist dann hier ein Unterschied von, wenn ich das Umbiegen hier bekommen hätte, da hier nochmal 2 Punkte weniger. Eins, zwei, 3 Punkte weniger und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also es wäre so ein 9 Punkte Unterschied gewesen. Und für eine Seite, nämlich wenn er da spielt, für ihn Vorhand. Aber die Partie wäre ja jetzt doch ganz klar gewonnen mit 37,5 Punkten. Ist ja nicht zu fassen. Ja gut, sagen wir mal, das hier sind nicht unbedingt Punkte. Aber so 30 Punkte um den Dreh sind es halt schon. Oh. Das war ja auch der Grund, warum ich mir das hier noch leisten konnte, so gerade. Ne? Erstens habe ich hier 10 Punkte für bekommen. Dann hier nochmal ein paar mehr und nochmal Vorhand danach. Also vielleicht 20 Punkte wert, was ich dafür bekommen habe, dass ich die Steine abgegeben habe. Und wie groß war das, dass er die Steine bekommen hat hier? 10, 20. Also Moment, 6, 10, 13, er musste sie dann herausfangen, es war vielleicht 30 Punkte wert. Dann habe ich da vielleicht auch nur so 10 Punkte bei verloren, weil wie gesagt, ich war ja jetzt danach dann auch noch wieder dran. Und ja gut, musste natürlich hier zurückkommen. Der ging ja zum Glück nicht, da habe ich dann nochmal ein bisschen was extra bekommen. Ja, und jetzt ist die Partie einfach gewonnen, oder? 16,5 Punkte. Das müsste jetzt auch so in etwa passen. In ungefähr. Also gut 10 Punkte Führung jetzt immer noch für Schwarz. Ja, das lief ja ganz gut. Wahrscheinlich, nachdem ich das hier oben bekommen habe, war wohl alles in Ordnung. Das hier war sicherlich auch ein schöner Zug für mich.
Der hat halt nicht allzu viel da bekommen. Er macht also seine Gruppe jetzt sicher. Hier weiß ich nicht, ob er da nicht auch hätte vielleicht noch reinstrecken sollen, aber okay, vielleicht hat er auf das Archie hier spekuliert, was ja durchaus vorhanden war. Ja, aber der Zug hier jetzt gegen diesen Pseudo-Angriff hier oben, den habe ich in der Zwischenzeit auch schon bekommen. Jetzt mache ich diese Züge alle nochmal, er muss da irgendwie antworten. Also das lief jetzt hier gerade, glaube ich, sehr gut für mich. Und dann hier, ja, einfach voranzunehmen war wahrscheinlich auch richtig. Und dann hoffen, dass diese Gruppe eben sicher genug ist. Na gut, ich habe ja noch so eine halbwegs eine Verbindung dagelassen fürs Erste. Ja, und jetzt in der Ecke halt, da die Gruppe ja auch nicht so hundertprozentig sicher ist. Hätte er hier noch was anderes machen können? Wahrscheinlich auch gerade nicht. So, jetzt brauche ich da halt erstmal Freiheiten. Wenn er jetzt die Ecke nimmt, dann kann ich halt irgendwie hier spielen. Also so dachte ich, dann müsste ich wahrscheinlich hier antworten. Ich glaube nicht, dass ich den spielen kann. Auch wenn ich es mir gerne mal ansehen würde. Der hier geht hoffentlich nicht. Warte mal, ich habe den noch. Und dann vielleicht den. Dann kann er hier auch nicht so hundertprozentig ran, ne? Dann eventuell den, aber ich habe hier nicht genug Freiheiten für den Scheiß. Und das könnte er dann wahrscheinlich doch noch irgendwie gewinnen. Aber wenn ich das hier alles bekomme, bin ich ja doch so stark geworden. Die Gruppe ist abgetrennt, dass dann vielleicht zum Beispiel dieser Schnitt hier wieder interessant wird. Da kann ich ja auch noch rein. Also das sollte auch noch okay sein für mich. Er hat jetzt nichts extra bekommen hier. Ich bin hier stark geworden, habe da sicher getrennt. Und er muss auch hier weiter spielen. Ne? Ist überhaupt noch... Da kann ich hier spielen. Gewinnt er das überhaupt? Gewinnt er das überhaupt? Den kann er nicht spielen. Spielt er hier? Spiel ich da? Spielt er hier? Spiel ich da? Und jetzt kommt er von beiden Seiten nicht ran. Hey. Ja, super. Also ob das jetzt wirklich so kommen muss, weiß ich nicht. Aber ich sagte ja gerade, selbst wenn er die hier bekäme und ich halt alles in Vorhand hier nur habe, wäre das ja schon... Wahrscheinlich vielleicht nicht ein Erfolg für mich, aber gut genug. Ne? Dann hat er hier so 10, 20, das alles zusammen 30 Punkte. Und dann hier nochmal 40, 50 und Komi. Also wenn ich 60 Punkte hätte, wäre alles in Ordnung. Das hier sind jetzt inzwischen, ja, also ich komme in Vorhand raus. Sagen wir mal 10. Hier muss ich aufpassen. Aber ich sage jetzt mal, das sind 10. Und dann müssten das hier 40 werden, ne? 10, 20, 30, 40. Naja. Wäre zumindest noch spielbar, würde ich sagen. Aber wenn das wirklich klappt, dass ich die hier bekäme, dann ist es natürlich auch schon sicher gewonnen. War halt einfach zu viel Archie da bei ihm in der Stellung. So, der hier. Wie gesagt, ich kann jetzt einfach hier decken, habe 4 Freiheiten, die ich auch brauche. Also wenn er mir jetzt eine Freiheit wegnimmt, dann kann ich nicht hier spielen, weil dann nimmt er mir noch eine weg. Aber wenn er mir die hier wegnimmt, dann dachte ich, könnte ich hier spielen. Kann er da spielen? Ich spiele hier.
so. So, wenn er jetzt den hier spielt. Kann ich den machen? So, er spielt den. Auf den hier kann er einwerfen. Und das ist noch knifflig genug. Ich könnte jetzt zumindest irgendwie leben schon mal. Aber das möchte ich natürlich so klein auch nicht unbedingt tun. Den Zug habe ich hier irgendwie mehrfach übersehen. In der Partie auch. Dachte ich schon, ich hätte die geschnitten. Hatte ich da noch gar nicht. Dieses leere Dreieck ist dann wohl doch ein blinder Fleck. Kommt dann das Gleiche raus, ne? Ja, hätte er doch den spielen müssen. Was hat er denn gespielt? Den, ja. Dann konnte ich halt den machen und habe das Semi-Ei hier klar gewonnen. Ohne Co. und ohne alles Schnickschnack. Ach so, eine Sache noch hier. Wenn er hier spielt und ich spiele hier und da, dann kann ich halt nicht hier spielen, um irgendwie vielleicht einen Coup zu machen, weil er dann einfach hierhin spielen kann und ich komme dann nicht mehr dran, wegen ein Auge gegen kein Auge. Ja, das wäre also sehr unangenehm geworden. Dann hat er hiermit die Partie verloren wahrscheinlich, weil jetzt ist das einfach riesig da. Ich fange die Schnittsteine weg. Habe meine Steine in der Ecke gerettet, die ich ja ursprünglich durchaus auch bereit war zu opfern. Dann sind das hier ja schon 10 Punkte für mich und 10 weniger für ihn. Also schon 20 Punkte einfach an Cash-Unterschied. Und er muss da jetzt auch irgendwie dann nochmal zurückkommen, um diese Steine zu sichern. Ja. Und dann war es eigentlich. Eigentlich sicher. Die Frage ist, ob ich jetzt hier vielleicht auch hätte schon ja, einfach mal raus sollen. Wenn er sich dann irgendwo noch ein Co. oder ein Leben in der Ecke bastelt. Also was weiß ich hier so. So, 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 das würde ja schon leben. Aber eben in Nachhand. Und dann könnte ich ja. Ja, den Rand hier vielleicht in Schutt und Asche legen, wenn ich auf das Leben dieser Gruppe hier keine Rücksicht mehr nehmen muss. Das sind halt auch nur normalerweise um die 25 Punkte, so ein Minimalleben in der Ecke. Also ein Unterschied. Er macht dann irgendwie 3 Punkte und ich mache halt eben nicht meine 20 Punkte oder so. Ja. Also ganz banal hier sowas. Ja, dann sieht es wie aus. Ist das immer noch ein großer Punkt, weil er ja so ein bisschen vielleicht auch die Gruppe da bedrängt. Oder aber ich spiele einfach mal irgendwie sowas. Hab so das Gefühl, das könnte auch ein schlauer Zug sein. Und dann ja, steht Schwarz einfach mit 10 Punkten besser. Ja, dann sollte ich das wahrscheinlich einfach mal so spielen. So, oder vorher vielleicht schon hier. Weil wir haben ja gesehen, die können zur Not auch für sich selber sorgen. Was war das jetzt? Das hat da alles als Gebiet gezählt, ja. Dann bin ich sicher, dass ich da immer noch besser stehe. Es war einfach zu groß hier. Ja. Schön. Ich labere noch so ein bisschen vor mich hin hier. Es freut mich einfach schon wieder eine Partie gewonnen zu haben als Achter. Yay. Und wie gesagt, der stand vorher 13 zu 7. Gar nicht so verkehrt. Vielleicht habe ich jetzt einfach den Dreh raus. Nicht auf Zeit verlieren, das wäre diesmal ja zweimal fast passiert, weil ich es ein bisschen verträumt hatte zwischendrin mal. Und vor allen Dingen nicht so völlig überreißend gleich am Anfang. Weil im Gegensatz so zu 5-Turns und 6-Turns und den meisten 7-Turns auch, rechnen die 8-Turns hier doch ab und zu schon mal ein bisschen.
weiß es können. Und teilweise dann auch besser als ich, muss ich gestehen, hier oben, das mit dem Dame Zumari. Das hat er mir schön reingedrückt. Aber zum Glück hat er sich vorher hier auch selber einen reingedrückt, deswegen konnte ich es mir so gerade noch leisten, aber der Schreck war groß. Ja, Entschuldigung an Norbert, dass es wieder keine Partie ohne Herzinfarktpotenzial wurde, aber es war keine Absicht, fest versprochen. Ja, ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und damit ich mich freuen kann, muss ich natürlich wissen, dass es euch gefallen hat. Und da helfen natürlich Daumen hoch, Kommentare oder auch Abos. Ja, haben wir es mal so rum versucht durch die Hintertür hier. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.